Klimawandel, Überbevölkerung, staatliche Überwachung, Pandemien, kritische, kriegerische Auseinandersetzung. Ahnt ihr, um welchen Planeten es geht? Die letzte Botschaft, die über das Arecibo-Observatorium von Außerirdischen reinkam, war in etwa: Man möge doch bitte von der Besiedlung anderer Planeten absehen, solange man nicht einmal mit dem eigenen klarkommt. Dank des Talks von Knut Henke. Er ist Sternenfreund, Hobbyastronom und Mitarbeiter der Sternwarte Lübeck. Werden wir zumindest erfahren, wie wir Exoplaneten entdecken können. Zumindest träumen von einer besseren Welt ist ja wohl noch erlaubt. Virtuelle Bühne jetzt frei für den erklärten Sternenfreund Knut Henke. Ja, danke für das Intro. Ich bin Knut, genau, und habe mir ein Hobby ausgesucht, die Astronomie und Astrofotografie. Ich habe einmal den Kopfhörer runtergenommen. Ihr müsst bitte winken, wenn ich reinkommen soll. Ist ein sehr breites Feld. Wir haben verschiedene Themen zusammengestellt, die wir jetzt in einer kleinen Vortragsreihe heute Abend und Mittwochabend mit euch teilen wollen. Ich habe mir das Feld der extrasolaren Planeten genommen, also fremde Welten, die um andere Sterne kreisen. Und warum beschäftigen wir uns damit? Naja, das eine, wie eben angekündigt, kann der nahende Weltuntergang sein. Sei es, dass ein Meteorit hier einschlägt oder dass wir Menschen mit unserer eigenen Kraft es selber schaffen, uns die Lebensgrundlage zu nehmen. Klimawandel, Ressourcenverschwendung, Kriege und so weiter deuten darauf hin, dass wir darin ganz gut sind. So wie hier links zu sehen, im ehemaligen Syrien, eigentlich mal ein sehr freudiger Start. Jetzt kann man schön den Sternenhimmel beobachten. Oder es ist die Lust, was Neues zu entdecken. Und das ist das, was viele Wissenschaftler treibt. Und was immer es bei euch ist, ich hoffe, ich habe die Chance, in den nächsten halben Stunde ein paar Einblicke zu geben zu dem Thema Exoplaneten und Widerstand der Forschung momentan ist. Zum Ablauf, wir gehen kurz darauf ein, was sind Exoplaneten eigentlich, dann wie detektiert man sie, da greifen wir uns nur zwei Methoden aus, es gibt deutlich mehr, dafür reicht die Zeit aber nicht. Dann die Frage, können wir dort leben und was sind so die nächsten Schritte in der Wissenschaft, in der wir versuchen, diesem Geheimnis einer neuen Erde etwas näher zu kommen und der Frage, ob es sich lohnt, den langen Weg dorthin auf sich zu nehmen. Fangen wir an mit den Planeten. Was ist eigentlich ein Planet? Und da gibt es eine Definition, die kommt von 2006. Und die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, das war der Moment, an dem dem kleinen Pluto seinen Planetenstatus aberkannt wurde. Da gibt es die Internationale Astronomische Union und die hat Kriterien aufgestellt, was ein Planet ist. Und ein Planet ist erstmal ein Himmelskörper, der sich auf einer Bahn um die Sonne befindet, der über eine ausreichende Masse verfügt, dass er eine runde, hydrostatisch im Gleichgewicht befindliche Form annimmt, also nicht irgendwie eckig geformt ist wie die meisten Asteroiden oder auch Zwergplaneten. Die Umlaufbahn muss er bereinigt haben, das heißt, auf dem Weg, wo er sich um die Sonne dreht, dürfen keinerlei Materien oder größere Klumpen mehr übrig sein. Und das ist zum Beispiel der Grund, weshalb Pluto rausgefallen ist aus dieser Betrachtung. Und sowas würde natürlich auch auf den Mond zupassen, der zum Beispiel um unsere Erde kreist oder auch Jupiter, Saturn haben alles deutlich mehr Monde als die Erde. Deshalb die Definition, es darf kein Mond sein. Aber was sind Exoplaneten? Nun, das ist im Prinzip total simpel. Wir tauschen die Sonne aus durch einen anderen Stern. Und Exoplanet ist die Kurzform von extra und solar. Extra aus dem Griechischen außerhalb, solar des Einflusses der Sonne, heißt so viel wie Exoplaneten umkreisen andere Sternsysteme und machen das in der Regel auch auf einer definierten Umlaufbahn. Und dort können wir versuchen, ihnen nachzuspüren. Auf den nächsten Folien haben wir häufiger mal auch Beispiele drin. Deshalb vielleicht die kurz zur Benennung des Ganzen. Die heißen nicht, keine Ahnung, Saturn und Pluto oder Mars, sondern die setzen sich zusammen aus ihrem Hauptsternsystem, der einen bisher gegebenen Namen hat. Und da hängt man einfach Kleinbuchstaben an.
Das fängt an mit B, das dann folgt C, D, E, F, G und so weiter, entsprechend der Reihenfolge ihrer Entdeckung. Das heißt, wenn ich jetzt von außerhalb käme und unser Sonnensystem nähme und unsere Sonne heißt Sonne, dann hätte ich Sonne B, Sonne C, Sonne D, das wäre dann unsere Erde, Sonne E, das wäre der Mars und so weiter und so fort. So sind also Exoplaneten benannt. Und im Laufe der Zeit werdet ihr feststellen oder auch sehen, man fängt mal an mit einem Planet, dann wird ein weiterer gefunden und so weiter und so fort. Das hat alles seine Gründe und auf die gehen wir im Weiteren ein. So, wie findet man nun Exoplaneten? Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die schönste ist natürlich, wir gucken einfach drauf und sehen direkt den Exoplaneten, wie er um einen fremden Stern guckt. Und hier haben wir mal ein Bild der Sonne vom Funktionsprinzip her. Hier seht ihr ein Satellitenbild. In der Mitte ist die Sonne und da habe ich so eine Art Kelle in der Mitte. Das kann man sich vorstellen wie so eine Polizeikelle. Die hält man jetzt direkt über die Sonne und damit ist die Sonne abgedunkelt. Das heißt, das Licht fällt nicht mehr auf den Kamerachip und damit mache ich drumherum alles das sichtbar, was sich hier gerade befindet. Und das, was man hier sieht, ist von 2013 der Satellitenaufnahme. Wo man einen Asteroiden sieht, der einmal sich der Sonne nähert und wieder rausgeht. Auf dem Wege hat man tatsächlich schon zigtausende von Satelliten entdeckt, die um die Sonne kreisen als Asteroiden. Und man sieht die Venus hier entsprechend auch dargestellt. So, das Gleiche können wir auch machen bei anderen Sternen. Und hier mal zwei Beispiele davon. Links ist Formhaut B. Das ist ein Stern Formhaut. Und B war eine ganz groß gefeierte Entdeckung. Leider hat sich letztes Jahr herausgestellt, oh, das ist Fehlalarm. Das ist gar kein Planet. Ich habe es trotzdem reingenommen, weil es damals eine ganz große Meldung war. Es sind tatsächlich zwei Gaswolken, die zusammengestoßen sind und jetzt um das Zentrum ihres Sterns wandern. Und rechts daneben seht ihr HR 8799. Das ist auch bekannt als V342 Pegasi. Das ist ein 130 Lichtjahre entfernter, 60 Millionen Jahre alter Stern. Und der hat tatsächlich vier Exoplaneten, die momentan bekannt sind. Und man hat sie von außen nach innen entdeckt. Das heißt, der äußere, der hier oben links ist, ist tatsächlich HR 8799b, oben rechts folgt C, dann der unten rechts steht, ist der D und der ganz nah dran ist der E-Planet. Und das ist eine Aufnahme, die vom Kepco-Observatorium gemacht wurde, nach demselben Prinzip, wie ich das eben erzählt hatte, von der Satellitenaufnahme unserer Sonne. Ja, das Problem, was wir hier haben, ist vor allen Dingen bei den direkten Aufnahmen, die Sonne ist extrem hell im Vergleich zu ihrem Planeten. Wenn ich zum Beispiel unser Sonnensystem nehme, dann ist die Sonne ungefähr 1 Million Mal heller als unsere Erde. Das heißt, wenn ich von draußen versuche, die Erde neben der hellen Sonne aufzunehmen, dann ist das ein Kontrast, den ich kaum abbilden kann. Das wäre ungefähr, als würde ich hier von Lübeck aus auf die Marienkirche gehen, meine Kamera Richtung Hamburg richten ins Volksparkstadion und neben dem Flutlicht versuchen, jetzt eine kleine Fliege abzulichten auf die Entfernung. Und das Gleiche tun wir hier. Das heißt, das klappt vor allen Dingen bei Sonnen, die möglichst leuchtschwach sind. Und das sind gerade Sternsysteme, die sich in der Anfangszeit anfangen zu bilden. Das sind Kandidaten, bei denen ich die Chance habe, diese direkten Aufnahmen zu machen. So viel zur direkten Beobachtungsmethode. Die Methode, mit der wir inzwischen am meisten gefunden haben, ist die sogenannte Transitmethode. Die lässt sich auch sehr einfach machen. Wir haben auch im weiteren Verlauf der Vorträge hierzu einen eigenen Vortrag. Das könnt ihr selber machen mit einer Spiegelreflexkamera aus dem Garten raus oder mit einer kleinen Kamera, letztlich so einer Webcam würde auch schon funktionieren.
Das wird euch Harald dann im Detail zeigen, wie man das machen kann und wie ihr selbst solche Exoplaneten damit am Himmel vermessen könnt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier eine kleine Illustration der NASA, schön bunt gemalt. Die arbeiten immer gut mit Bildchen. Was passiert? Wir haben im Prinzip eine kleine lokale Sonnenfinsternis. Also der Planet zieht vor der Sonnenscheibe vorbei und dunkelt das Licht temporär ab, während er vor der Sonnenscheibe vorbeizieht. Das bedeutet natürlich, ich muss mich in der Bahnebene befinden. Das heißt, wenn wir einen Stern angucken, dann müssen die Planeten genau in der Ebene rotieren, dass sie vor unserem oder zwischen der Sonne und unserer Kamera durchziehen. Dann kann ich dieses Signal messen. Das heißt, große Planeten, die nah an der Sonne sind, die werde ich statistisch häufiger entdecken. Kleine Planeten entsprechend weniger. Und die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass die Erde von außen entdeckt würde, liegt bei 0,465%, also das ist entsprechend des Winkels, der sich ergibt aus dem Abstand des Planeten zur Sonne und seiner Größe. Das kann ich machen, ja, terrestrisch, also mit erdgebundenen Observatorien oder auch, wie gesagt, kleinen Optiken oder auch die großen Missionen entsprechend über Satelliten gemacht. Das, was ich auch brauche, sind mehrere Umläufe. Das heißt, mein erster Umlauf zeigt mir, oh, da ist irgendetwas, was den Stern verdunkelt, wahrscheinlich ein Exoplanet. Der zweite Umlauf sagt mir dann, jetzt habe ich eine Periode, also die Umlaufdauer des Planeten um den Stern, was bei der Erde ein Jahr beträgt. Und die dritte Messung mache ich dann, um zu bestätigen, dass es wirklich nur ein Exoplanet ist, der auch genau ein Jahr gedauert hat. Das heißt, ich muss relativ lange gucken und diese drei Messungen geben mir dann aber relativ gut zurück. Ja, da ist was, dann wie lange dauert es und drittens, es ist wirklich passiert. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Und das, was ihr hier seht, ist in der Mitte praktisch ein Stern. Ich hoffe, man sieht meine Maus. Hier oben, die kleine Kugel, ist ein Planet. Und ihr seht unten links die Lichtkurve über die Zeit. Wenn ich das Ganze jetzt starte, dann sieht man, wie der Planet einmal um den Stern läuft. Wir gucken jetzt in die Planetenbahn rein. Achte bitte auf die Lichtkurve. Der Planet zieht vor den Stern. Die Lichtkurve bricht ein. Er hat den Stern passiert und dementsprechend habe ich mein Signal aufnehmen können. Und genau das ist das, was passiert, wenn wir mit der Kamera die Transitmethode entsprechend aufnehmen. Je nachdem, wie groß der Stern ist, habe ich einen unterschiedlich starken Helligkeitseinbruch. Das können wir hier dran sehen. Links haben wir einen größeren Planeten, auf der rechten Seite einen kleineren. Der große Planet wird zu einem größeren Helligkeitseinbruch führen als der kleinere. Das heißt, das sagt mir indirekt, wie groß ist denn der Planet im Verhältnis zu seiner Sonne. Und auf die Entfernung spielt es keine Rolle. Wir reden hier über viele Lichtjahre. Aufgrund der Winkelausdehnung habe ich ein sehr gutes Bild. Also ich kann auch sehr kleine Planeten damit detektieren. Wie sieht es jetzt aus bei mehreren Planeten? Gucken wir uns hier auch mal den Helligkeitsverlauf an. Ich habe also hier drei Planeten, einen großen, einen mittleren und einen kleinen. Der große zieht zuerst durch, macht seinen Helligkeitseinbruch, wandert wieder raus. Es folgt der mittelgroße, wieder ein Helligkeitseinbruch, der kleine hinterher. Die Kurve geht noch weiter runter, der mittlere geht raus und der kleine ist auch durch. Wer jetzt genau aufgepasst hat, sieht auch, dass die NASA hier einen kleinen Fehler gemacht hat in ihrer Helligkeitsverlaufskurve, weil natürlich der Faktor, mit dem sich die Helligkeitskurve nach unten verdunkelt, nachher auch wieder hoch, genauso hoch geht. Also dieser Zackenverlauf, den man hier sieht, das ist so natürlich Quatsch. Aber vom Grundprinzip her könnt ihr das, glaube ich, gut nachvollziehen, wie das Prinzip funktioniert. So, wie sieht es nun in der Realität aus? Gucken wir uns hier HAT-P7b an. Ein recht interessanter Planet. Das ist ein Riesenplanet mit 1,8 Jupitermassen. Und das Spannende ist, der umkreist seinen Zentralstern alle 2,2 Tage. Das heißt, alle 2,2 Tage ist der einmal um seine Sonne rumrotiert. Ein Planet in der Größe des Jupiters. Das heißt, der ist extrem groß, extrem schwer. Die Sonne ist ungefähr doppelt so groß, oder der Stern dort ist doppelt so schwer wie unsere Sonne. Und das, was ihr hier seht, in der oberen Kurve, das sind die Einzelmessungen. Dann habe ich diesen großen Einbruch.
dann läuft die Kurve weiter. Und das ergibt praktisch hier mit meinen 2,2 Tagen einen Umlauf. Wenn man aber das Ganze vergrößert, sieht man hier noch etwas. Man sieht nämlich in dem unteren Bereich, das sind die Einzelmessungen, wo ich jetzt hier die blaue Kurve habe, das ist mein Mittelwert der Einzelmessungen. Man sieht, eins ist sozusagen die Standardhelligkeit, die nimmt ein bisschen ab, wenn der Planet nach vorne kommt. Dann kommt die Bedeckung, es kommt zum starken Einbruch, die Helligkeit steigt wieder an. Dann habe ich einen zweiten Dip und so weiter. Das heißt, im Idealfall habe ich hier einen ganz gleichmäßigen Verlauf. Und der zweite Dip ist die Reflexion des Sonnenlichtes, bevor der Planet auf der Rückseite der Sonne praktisch einmal hinter der Sonne verschwindet und auf der anderen Seite wieder zum Vorschein kommt. Und genau das können wir hier auch ganz simpel messen. Und daraus ergibt sich halt genau dieser Kurvenverlauf. So, das zur Transitmethode. Man hat da inzwischen verschiedene Satellitenmissionen gestartet. Eine der erfolgreichsten war die Kepler-Mission 2009. Das ist ein Sensor, den seht ihr oben rechts mit 42 CCDs. Und die haben 4 Jahre lang im Sternbild Schwan, das jetzt haben wir 21.18 Uhr, so in ungefähr spätestens einer Stunde untergegangen ist, hat 4 Jahre lang auf dem Bereich draufgehalten und kontinuierlich Messungen gemacht von allen Sternen, die da waren, und hat darüber auch Hunderte oder Tausende von Exoplaneten entdecken können. Dann sind die Gyrosensoren kaputt gegangen an Kepler. Es hat 4 Stück, 2 haben es überlebt. Dann haben die Ingenieure die Software ein bisschen neu geschrieben. Dann konnte er maximal 80 Tage noch in eine Richtung im Stern oder in den Himmel blicken. Das heißt, ich habe nur noch sehr kurze Umlaufzeiten detektieren können, weil denkt dran, man braucht diese 3 Messungen, um wirklich sagen zu können, ja, da ist ein Transit gerade passiert. So. Dann die nächste Methode, die war anfänglich die erfolgreichere von allen, das ist die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Ein Stern hat eine Masse, ein Planet hat eine Masse. Und wenn die beiden umeinander kreisen, dann ist es nicht so, dass der Stern stehen bleibt, sondern der Planet kreist ganz stupide drumherum, sondern beide bewegen sich um ihren virtuellen Masseschwerpunkt. Das heißt, die rotieren ständig. Und was jetzt passiert ist, ich kann mir das Licht angucken, was der Stern aussendet, und in einem Prisma auseinanderziehen. Dann habe ich diese typischen Regenbogenfarben. Und innerhalb dieses Lichtes, wenn man das sehr fein auseinanderzieht, das ist die Spektroskopie, dann sehe ich verschiedene Emissions- und Absorptionslinien. Das sind diese schwarzen Linien, die hier angedeutet sind. Und wer früher in Physik aufgepasst hat, wenn ich Elektronen aus entsprechenden Hüllen rausschlage, hebt die auf ein höheres Energieniveau, die fallen zurück, wird dabei Lichtstrahlung emittiert und die hat immer eine ganz bestimmte Wellenlänge. Das heißt, ich kann praktisch aus diesen Charakteristika, die da im Licht zurückkommen, sagen, welche Atome in der Sonne drin sind und gerade das Licht absenden. Und ihr kennt auch den Doppler-Effekt. Bestes Beispiel, Krankenwagen, der auf einen zukommt, vorbeifährt, das Tatütata ist erst oder sehr hoch vom Ton her, der Wagen fährt vorbei, der Ton wird niederfrequenter oder ein Rennwagen fährt an einem vorbei oder irgendwas in Richtung Zug. Und das Gleiche passiert hier auch mit dem Licht, was ein Stern abstrahlt. Das heißt, diese charakteristischen Linien verschieben sich innerhalb des Lichtes, weil der Stern entweder auf uns zukommt oder von uns wegwandert. Und so habe ich einen Doppler-Effekt und kann hieraus eine Geschwindigkeit ermitteln, mit der ein extrasolarer Planet an diesem Stern zieht und den bewegt. So, auch hier gilt wieder, ich muss relativ lange gucken. So, das gucken wir uns wieder an, wie das Ganze dann aussieht in der Messung. Ich habe also meinen Planeten, der hier um seine Sonne kreist. Und jetzt geht die Sonne oder der Stern von uns weg. Das Licht wird dunkler, er kommt zu uns ran, es wird kurzwelliger, also höher in seinem Licht, rotiert wieder von uns weg. Dementsprechend habe ich hier wieder die Verschiebung ins Rotlicht rein. Und das ist genau das, was wir auch messen können. Wenn wir das Spektrum eines Sternes nehmen, dann verändert sich das immer innerhalb der Rotation. Und darüber können wir relativ gut detektieren, da muss etwas an diesem Stern ziehen. Und wenn das ein Planet ist,
dann ist das eine perfekte Sinuskurve. Ziehen jetzt mehrere Planeten dran, dann habe ich sich überlagernde Sinuskurven. Und diese Sinuskurve muss ich dann extrahieren, aber kann darüber auch sehr genau verschiedene Umlaufperioden meiner Exoplaneten um den jeweiligen Stern vermessen. Gucken wir einmal mit einem Blick auf die Effizienz der Detektionsmethoden. Das ist hier kumuliert. Also das ganze Thema fing an vor gut 20 Jahren. Ich glaube 95 war so das erste Mal, dass man einen Exoplanet detektiert hat. Und damals konnten das viele noch nicht glauben, wie Planeten und andere Sonnen, das geht doch nicht. Die Erde ist doch einzigartig. Pustekuchen, dem findet man jede Menge. Und je mehr man guckt, desto mehr findet man. Und es gibt verschiedene Methoden. Die erfolgreichste am Anfang war die Radialgeschwindigkeitsmethode, hier in Rot dargezeigt. Dann kam die Transitmethode, von vielen Satellitenmissionen genutzt. Ganz spannend ist auch die Microlensing-Funktion, die beruht darauf, dass Schwerkraft das Licht beugen kann. Das ist eine sehr abgefahrene Methode. Ich habe sie jetzt weggelassen aus Zeitgründen. Aber man kann auch darüber halt, wenn zum Beispiel das Licht sich um schwarze Löcher herum bricht und dann zu uns kommt, dann verstärken sich diese Lichtemissionen zu ganz bestimmten Mustern. Und darüber kann ich auch wieder praktisch in kurzer Zeit ganze Sternsysteme vermessen. Aber wer es nachlesen will, wie gesagt, Microlensing ist eine sehr spannende Sache. So, und wir sehen, wir sind jetzt bei knapp 5000 Exoplaneten, die wir bisher detektiert haben. Und dann geht es immer darum zu gucken, ist das wirklich einer? Was ist denn das für einer? Und so weiter und so fort. Die Instrumente werden auch immer feiner. Ich habe vorhin gesagt, gut, man kann gerade die großvolumigen Planeten leicht detektieren um schwache Sterne. Deshalb haben wir auch hier in der Regel hat man sich auf leuchtschwachere Sterne konzentriert und hat auch ganz viele große Planeten gefunden, so wie Jupiter oder noch größer. Und um eine Erde zu detektieren, braucht man schon feinere Instrumente. Das ist lange Zeit nicht gelungen, ist aber inzwischen auch möglich. Und je besser das Instrumentarium wird, desto mehr finden wir auch in der Richtung. Ja, nun haben wir einen Planet gefunden. Jetzt ist die Frage, ist denn das was für uns Menschen? Also kann ich dort leben. Und da reden wir von der sogenannten Habitatenzone. Die wird primär durch die vorhandene Energiemenge bestimmt, die von einem Stern auf seinen Exoplaneten letztlich übertragen wird. Und wir als kohlenstoffabhängige Lebensformen brauchen vor allen Dingen auch Wasser, damit wir leben können. Das heißt, die Frage ist, hat dieser Exoplanet auch den richtigen Abstand zu seinem Stern, damit Wasser A vorhanden ist, B aber nicht verdampft ins All oder wir einen Treibhauseffekt haben, dass es zu heiß wird. Es sollte idealerweise flüssig sein. Das heißt, ich brauche auch nicht zwingend einen Eisplanet, bei dem ich an das Wasser nicht rankomme, wobei das ließe sich noch am ehesten lösen. Und wenn man alleine mal verfolgt hier, wie schwer wir uns im eigenen Sonnensystem tun mit einer Fragestellung zum Beispiel, wo ist das Wasser vom Mars geblieben, dann kann man sich vorstellen, dass die Antwort noch schwieriger ist, wenn wir sie versuchen, für Exoplaneten zu finden. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Methoden dafür und soll aber heißen, alles das, was wir jetzt im Folgenden besprechen, da sind sehr viele Annahmen dran und es gibt sozusagen Wahrscheinlichkeiten dafür. Wenn wir uns eins oder konkret mal ein System angucken, sehr schön, hier ist TRAPPIST-1, das ist ein ganz kleiner, leuchtschwacher Zwergstern, der eine 250.000stel der Helligkeit der Sonne hat. Also kaum zu sehen, auch im Teleskop. Und der hat nun mehrere Planeten. Das sind auch alles Steinplaneten. Auch das kann man entsprechend detektieren. Da kommen wir gleich noch im weiteren Verlauf zu. Und hier ist mal gegenübergestellt die habitable Zone des Sonnensystems hier in blau dargestellt. Also ich habe hier im oberen Bereich meine habitable Zone, dieser blaue Balken ist das. Das heißt, die Erde ist voll drin, inklusive seinem Mond. Der Mars ist auch komplett drin. Die Venus nicht mehr so ganz. Da ist es schon ein bisschen zu heiß.
Und Merkur ist entsprechend viel zu heiß, also da würde sich kein Wasser halten auf Dauer. Das funktioniert nicht. Dieses gelbe Kreuz in der Mitte sind genau die Erddaten. In der Y-Achse haben wir die Dichte und in der X-Achse dementsprechend die Helligkeit oder den Energieauftritt von dem jeweiligen Stern, sei es die Sonne oder auch TRAPPIST 1. So, man sieht hier, dass die TRAPPIST-Planeten B, C, D, E, F, G, H alle oder viele von denen in der habitablen Zone liegen. Man hat auch nahezu überall schon Teile von Wasser zumindest finden können. Zum Beispiel der TRAPPIST 1F vermutet man ein Ozeanplanet, also da hätten wir genug Wasser. Das ganze System liegt 40 Lichtjahre entfernt zu uns, also relativ nah in astronomischen Entfernungen. Das geht viel, viel weiter. 40 Lichtjahre ist auch noch nichts, wo man heute sagen würde, da kommen wir ja nie hin. Die Schwierigkeit ist immer, dass wenn ich viel Masse beschleunigen will, dann wird es schwierig. Wenn ich nur kleine Massen habe, dann ist es deutlich leichter, die dorthin zu bewegen. Und angenommen, wir schaffen es mal mit einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit zu reisen, was zumindest theoretisch machbar wäre, ja, dann braucht man halt 160 Jahre. Das ist noch vielleicht vertretbar für ein paar Generationen, die sich dann auf den Weg machen, wenn man keine Alternativen hat. Gut, was soll das aber zeigen? Ja, bevor wir diesen Weg gehen, müssen wir uns sehr genau Gedanken machen, lohnt es sich wirklich dorthin zu reisen? Und da brauchen wir mehr Informationen zu. Und das sind so ein paar Rahmenparameter, die ich kurz ansprechen möchte. Das eine ist, wir brauchen konkretere Messdaten. Also ist das eigentlich ein Gesteinsplanet? Ist das ein Gasplanet? Wie groß ist der? Welche Dichte hat der? Damit wir wirklich sagen können, lohnt sich das? Was die Astronomen oder eines der tollsten Diagramme in der Astronomie ist, das sogenannte Hertzsprung-Russell-Diagramm. Das seht ihr hier auf der rechten Seite. Das ist dieses rote Gebilde, nenne ich es mal. Das ist einfach eine reale Messung aller Sterne hier im Umkreis von 5 Millionen Lichtjahren um die Erde. Hat man alle Sterne hier zusammengepackt. Jeder Stern ist ein Punkt und das Rote sind einfach ganz viele Sterne, die da aufeinander liegen. Und das erklärt so ein bisschen das Leben eines Sterns. Der wird geboren, der fängt irgendwo hier unten an, ist sehr leuchtschwach. Die Lichtstärke ist hier die Y-Achse. Die X-Achse hat verschiedene Kategorien. Ganz oben haben wir die Temperatur, wir haben sogenannte Sternentypen und unten auch die Leuchtfarbe. Ne? Das heißt, die Sonne ist hier irgendwo in der Mitte bei Luminosity 1. Das misst man in Sol, also in Sonnenleuchtstärken. Das heißt, bei 1,1 ist genau der Schnittpunkt der Sonne. Und alle anderen Sterne sind demgegenüber hier aufgetragen in dem Diagramm. Also ein neugeborener Stern fängt irgendwo hier unten an. Es kommen die Fusionskräfte und so weiter. Er wird immer heller, immer heißer und irgendwann entscheidet sich hier oben in diesem Block sein Leben. Er geht raus als roter Planet, geht unter oder wird zum Zwergplaneten, wirft seine Höhlen ab und endet als weißer Zwerg. So, das Ganze geht noch fröhlich weiter. Wir müssen uns noch Gedanken machen über das Gewicht von Planeten. Die kriegen wir auch raus mit der Radialgeschwindigkeitsmethode. Zweite ist die Durchmesserdichte von Sternen und Planeten. Da ist vor allem das Thema Astroseismologie sehr interessant. Und wenn wir uns die Atmosphäre angucken, können wir das auch tun. Wir haben den Stern. Wir haben den Planeten, der durchzieht. Aus der Atmosphäre des durchziehenden Planeten bekommen wir gewisse Wellenlängen, einmal vom Stern selber und das gemeinsame Bild und das Subtraktionsverhalten gibt die Wellenlängen des jeweiligen Sternes. Das können wir machen und dann sieht das Ergebnis so aus. Das ist jetzt meine letzte Folie, mit der bin ich auch durch. Als Beispiel haben wir hier WASP 39b. Ein Supergigant mit Umlaufzeit von 4 Tagen. Ein bisschen heiß für uns,
Aber hier können wir sehr schön sehen, wie wir verschiedene Moleküle eines Exoplaneten wirklich vermessen können. Bei einem Exoplaneten mit 700 Jahren Lichtjahren Entfernung. Gut, vielen Dank. Ich kriege Signale, dass die Zeit vorbei ist und hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Und ja, man findet einiges an Material dazu. Und Kepler ist gerade gestartet, weitere Missionen auch. Das heißt, wir kriegen jede Menge neuer Instrumente, die die Messung hier auch werden verbessern können. Lieber Knut, das höchste Lob, dessen Vulkanier fähig sind, faszinierend. Bitte stell dir jetzt einen Raum vor, wo Dutzende Menschen so dieses faszinierend aufstehen, bevor ein tosender Applaus kommt. Und es tut mir so herzlich leid, dass wir sozusagen im Virtuellen jetzt dir dieses Erlebnis nicht bieten können, dass du einen, wie ich finde, und wie alleine durch die Anzahl der Fragen, die inzwischen reingepurzelt sind, viele Wesen es faszinierend fanden, was du gesagt hast und auch wie du es gesagt hast. Wir haben Fragen und wir haben ein bisschen auf die Zeit achten müssen, aber niemand wollte dich wirklich unterbrechen, bis auf die Zeit halt. Ich hätte noch weitermachen können. Keine Frage. Die allererste Frage, ich starte mal, das Pad fühlt sich immer noch, starten würde, ist, kann man denn tatsächlich voraussetzen, dass die Bahnebene aller Planeten immer, dass alle Planeten immer auf einer Bahnebene laufen? Nein, kann man nicht. Also typischerweise ist es so, wenn sich ein Sternsystem bildet, dann tut es das in einer Aggregationsscheibe. Das heißt, das Gas komprimiert sich im Universum. Es kommen typische Sternentstehungsgebiete. Da zeigen wir euch auch heute bzw. morgen Nacht ein bisschen was in den Live-Durchgang. Und in diesen Sternentstehungsgebieten sammelt sich das Gas, die Teilchen verklumpen und in diesem Prozess selber bildet sich eine Scheibenform aus. Das heißt, typischerweise sind die Planeten immer in einer Bahnebene, aber die können auch gestört werden, wie zum Beispiel bei uns der Planet Pluto, oder es ist kein der Zwergplanet Pluto. Der ist gestört, der läuft nicht in derselben Bahn wie die anderen Planeten. Oder die Dänen haben vor 2 Jahren eine total interessante Entdeckung gemacht, haben Exoplaneten detektiert, die rückläufig sind zur Rotationsbewegung ihrer Sterne. Es gibt alles Mögliche da draußen. Und alles, was wir wissen, ist im Prinzip, dass wir nichts wissen. Und weißt du, so ein bisschen geht auch folgende Frage in diese Richtung. Denn wenn man einen Exoplaneten entdeckt hat, dadurch, durch die Helligkeitsänderung, das, was du am Anfang sagtest, Helligkeitsänderung einer Sonne, auf die du ja guckst, wenn der Planet da quasi durchgeht, ist es nicht extrem unwahrscheinlich, dass die Planeten direkt zwischen uns und der entfernten Sonne stehen. Ja. Du hattest ja gesagt, dass es nur eine 0,46% Wahrscheinlichkeit gibt. Also und wie viele Exoplaneten sind uns denn da sozusagen durch die Lappen gegangen? Ja, jede Menge. Also es gilt heute als Standard, dass ein Stern Planeten hat. Da kann man fest von ausgehen. Am erdgroßen Planeten sind wir tatsächlich unter 1%. Beim Jupiter ungefähr haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass wir ihn detektieren würden, wenn er vor seiner Sonne vorbeizieht. Du, nur ganz kurz zur Sicherheit, damit ich das richtig verstanden habe. Eigentlich können wir davon ausgehen, dass jeder Stern ein Planetensystem hat? Ja, also fast jeder. Man hat sie auch nahezu überall gefunden. Die meisten Sterne, die wir draußen haben, sind nicht mal Einzelsterne. Das heißt, 50% aller Sterne, die wir sehen, wenn wir in den Himmel gucken, sind tatsächlich Doppelsternsysteme, also zwei Sterne, die sich umeinander drehen. Auch bei diesen Doppelsternsystemen hat man Exoplaneten schon gefunden, die sich entweder um jeden Stern einzeln befinden oder sogar auch außerhalb der rotierenden Doppelsterne. Also auch da wurde schon im Prinzip alles gefunden. Und dann gibt es mehrfach Sternsysteme, dreifach, vierfach Sterne, die umeinander rotieren. Und Einzelsterne sind tatsächlich eher mit einer Ausnahme. Das erklärt so ein bisschen auch die Frage, wäre ein Planet in der Größe der Erde messbar und oder welche Methoden mit welchen Methoden würde man solche eher kleinere Exoplaneten finden? Ja, also er ist messbar. Inzwischen ist er auch gut messbar mit der Transmissionsmethode, also mit den Helligkeitsunterschieden.
da ist es nur die Wahrscheinlichkeit, die letztlich dafür sorgt, dass ich ein Signal nicht detektiere. Aber mit den heutigen Kameras ist das absolut machbar, auch erdähnliche Planeten entsprechend zu detektieren. Es wird auch demnächst 2026 die nächste Satellitenmission dazu steigen, die sich genau auf erdgroße Planeten konzentriert, die um ferne Sterne rotieren. Da erhofft man sich jede Menge von. Was diese Mission noch auszeichnet, ist die Astroseismologie. Das heißt, ein Stern fängt wie beim Erdbeben an, praktisch, oder wenn ich einen Vulkanausbruch habe, kann ich darüber auch detektieren, über die Frequenzen, die abgegeben werden, was passiert eigentlich innerhalb, in dem Falle der Erde oder unterhalb der Erde, in welcher Tiefe passiert da was. Dafür gibt es auch Astroseismologie, das heißt, ich kann aus der Eigenschwingungsfrequenz des Sterns auch sagen, wie sieht es eigentlich da drin aus. Und darüber kann ich viel präziser als bisher Informationen über den eigentlichen Stern rauskriegen, sein Alter, seine Zusammensetzung und so weiter, und darüber auch detektieren eigentlich oder viel genauer bestimmen, wie sieht es mit dem Planeten aus. Und natürlich das ganze Thema der künstlichen Intelligenz spielt ja auch eine Riesenrolle. Ich hatte vorhin schon gesagt, Planeten entstehen in der Regel zusammen mit ihren Sternen, oder sie tun es eigentlich immer, es sei denn, ein Stern fängt einen Planeten an, der durch das Universum irrt und sich dann auf eine Umlaufbahn begibt. Und ich kann theoretisch auch aus der Materie, die ein Stern abgibt, darauf zurückschließen, welche Atome oder aus welchen Atomen die jeweiligen Planeten bestehen. Und jetzt kann ich auch im Labor gucken, bei welchen Drücken, bei welcher Temperatur entstehen daraus welche Moleküle. Das heißt, wir können auch darüber, alleine wenn wir genauer gucken, woraus besteht ein Stern, und daran arbeitet man gerade sehr intensiv, versuchen über KI-Modelle rauszukriegen, was können da eigentlich für lohnenswerte Planeten in der Nähe sein. Bevor wir zu den letzten Fragen kommen, lass mich diese Gelegenheit unbedingt nutzen, um dir einen kurzen Eindruck davon zu vermitteln, was hier abgeht. Im Fragenkatalog und aber auch Twitter lässt ausrichten, dass sie nämlich deine Stimme als sehr angenehm empfinden. Du sprudelst voller Wissen. Und daher ist die naheliegende Frage: Wann gibt es einen Podcast mit deiner Stimme und mit deinem Wissen? Ist nicht Fragen so Menschen auf. Das ist tatsächlich meine erste Live-Übertragung dieser Art. Also ich freue mich auf das oder über das. Aber die Idee ist jetzt geboren, oder? Danke. Die Oortsche Wolke, die ja vermutlich unser Sonnensystem begrenzt, könnt ihr auch so etwas messen? Ist mir nicht zu bekannt. Okay. Ich habe tatsächlich noch die Frage: Würdet ihr denn eine außerirdische Zivilisation in irgendeiner Art und Weise detektieren können? Schwebt das nicht im Raum, die Frage? Ja, die Frage schwebt natürlich im Raum. Die Frage ist, was ist eine außerirdische Zivilisation? Wir gucken natürlich immer nur von uns als Menschen, als kohlenstoffbasierte Wesen. Das heißt, wir gucken da nach primär Methan und auch Sauerstoff. Beides zwei Gase, die nicht von selbst in einer Atmosphäre entstehen. Auch abgebaut werden über die Zeit. Das heißt, wenn man diese Moleküle findet, dann geht man nach heutigem Stand davon aus, da muss irgendeine kohlenstoffbasierte Lebensform existieren. Danach sucht man, aber es könnte ja genauso gut andere Lebensformen geben, die vielleicht nicht der unsrigen entsprechen. Man hat auch festgestellt oder hier sehr schön sehen können an diesem ganzen Thema der Exoplaneten, man hat erst immer unser Sonnensystem extrapoliert auf andere Sterne und gesagt, Mensch, in der Mitte sind oder nahe der Sonne sind Steinplaneten, die großen Planeten sind weit außerhalb, das sind die Gasriesen. Und dann hat man gemessen und festgestellt, ups, da ist, habe ich vorhin kurz gezeigt, zum Beispiel ein riesiger Gasplanet, der sich alle 2,2 Tage um die Sonne dreht. Wie kann das sein? Nahe eines Sternes habe ich so viel Strahlungsdruck, da dürfte gar kein Gas sein. Das müsste der eigentlich wegpusten. Der könnte da gar nicht entstehen. Und hat darüber zum Beispiel dann letztlich wieder in Modellrechnung gezeigt, das kann durchaus sein, weil solch ein Gasplanet sich während der Rotation um den Stern immer stärker verlangsamt, da er
wechselwirkt mit den Staubpartikeln und Ähnlichem, was da passiert. Und er wird einfach langsamer. Und je langsamer er wird, desto näher rückt er zur Sonne, um einfach das Gleichgewicht aus Masse und Co. hinzukriegen. Könnte da vielleicht das James Webb irgendwie euch helfen als Instrumentarium? Könnte ja. das erkennen? Genau, das James-Webb-Teleskop, was gerade gelauncht wurde, hat genau oder hat sehr feine Instrumente, die auch helfen werden, hier genauere Messungen zu machen, vor allem auch im Spektroskopiebereich. Noch einmal ein Dankeschön aus dem IRC. Nur positives Feedback. Twitter bedankt sich für den Vortrag, nicht nur für deine Stimme. Eine Frage habe ich noch. Vielleicht auch ein bisschen aus der Informatik motiviert. Claude Shannon, ganz bekannter Name aus der Informatik. Ich lese dir mal die Frage vor. Ich tue mich selber ein bisschen schwer, den Zusammenhang zu sehen. Aber misst man eigentlich beim Suchen auch die Informationsdichte? Ich interpretiere es ein bisschen in Richtung Entropie. Information im Sinne von Claude Shannon. Kannst du was mit der Frage anfangen? Nee, leider nicht. Tut mir leid, liebe Fragesteller. Ich gehe noch mal kurz. Also vielleicht, was die KI-Modelle betrifft, ja. man packt natürlich alles rein, was ich heute an Informationen habe. Und das Interessante an diesem Modell ist, dass sie versuchen, die wahrscheinlichen Entwicklungsmodelle der Exoplaneten um die Sonne herzuleiten. Und eins der interessanten Bereiche zum Beispiel ist die Wärmeleitfähigkeit eines Planeten. Ne, wenn ich zum Beispiel die Erde nehme, das Material ist gut wärmeleitfähig, ich habe Vulkanausbrüche, ich habe Plattentektonik und so weiter und so fort. Der Mars ist da eher langweilig, der kühlt ganz allmählich aus, da passiert nicht viel, vielleicht spuckt da mal ein kleines Vulkänchen, aber das war's auch. Und bei der Venus ist es wieder umgekehrt. Ne? Sind aber alles drei Gesteinsplaneten, die sich völlig anders entwickeln. Und jetzt geht es natürlich darum, dass wir mit verschiedenen Input-Parametern gucken, welche dieser Parameter wirkt sich eigentlich wie auf die nachhaltige Entwicklung eines Exoplaneten aus. Und deshalb starten jetzt auch in den nächsten ja, ich glaube um 2030 rum, sind verschiedene Venus-Missionen angemeldet, die zum Beispiel anhand der Venus gucken wollen, was ist da eigentlich genau passiert? Weil es gibt verschiedene Modellrechnungen, die alle dazu führen, Mensch, die Venus kriegt einen Klimakoller und hat dementsprechend Treibhauseffekte und all diese Wolken. Aber wir wissen nicht, welcher der Wege dorthin geführt hat. Und da hilft nichts. Da muss jemand hin und das Ganze sich angucken und ausprobieren. Lieber Knut, mit Blick auf die Raumzeitzeit möchte ich mit einer Frage schließen. Welche Hoffnungen verknüpfen Menschen mit erdähnlichen Exoplaneten und wie wahrscheinlich ist die Erfüllung dieser Hoffnungen? Das so als Abschluss, bitte guck selber auf die Zeit. Wir haben doch keine Zeit, leider. Es könnte stundenlang so weitergehen. Denk bitte dran, im Breakout Room, der Link wird im IRC veröffentlicht werden, könnte man diese Diskussion, wenn du Zeit hast, noch weiter treiben, worum ich dich herzlich einladen. Ich versuche da gleich mal reinzugehen. Alles klar. Mit welchen Hoffnungen lässt du uns gehen? Also, bis wir auf die können Podcast uns, glaube ich, sehr sicher sein, das dass bitte immer im Hinterkopf. Entsprechende Exoplaneten gibt und wir können uns auch sehr sicher sein, dass irgendwo da draußen Leben existiert. Also wenn man annimmt, jeder Stern hat zwei Exoplaneten, wir haben allein in der Milchstraße 400 Millionen Sterne, kennen ein paar Milliarden Galaxien inzwischen. Also wenn man das hochrechnet, sind wir im Trilliardenbereich an Exoplaneten, die es irgendwo im sichtbaren Universum gibt. Und wir haben ja eine Grenze des Sichtbaren. Wir können nicht drüber hinaus gucken. Also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo anders nicht Exoplaneten gibt, auf denen irgendeine Form von Leben ist, ist, sag ich mal, sehr gering. Du weißt, die Schwierigkeit also ist halt wirklich, dorthin zu kommen. Und auch das wird uns vielleicht gelingen in den nächsten Jahren. Eine Hoffnung ist zum Beispiel, dass ich große Sonnensegel baue, die ich ständig mit Lasern beschieße, die dann mit so einem großen Laser befeuerten Segel ihre Fracht durch den Weltall ziehen. Damit können wir zum Beispiel 25-30% der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das ist schon ziemlich cool. Sowas mit Warp-Antrieb, das wird noch nicht funktionieren. Und damit hast du eben gerade nachgewiesen, dass es eigentlich wahrscheinlicher ist, dass es extraterrestrische Intelligenz gibt, als dass es das nicht ist. Na, also wenn das kein Ausblick auf die nächsten Talks sind. Und bitte denke an die Idee mit Podcast, deiner Stimme, mit deinem Wissen.
Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich kann mir vorstellen, dass gerade fasziniert jede Menge Wesen dankbar sind für diesen Talk. Geht bitte in den Breakout Room. Knut wird noch ein bisschen da sein. Genau. Sonst kommt vorbei in die Sternenwarte. Wir sind jeden Freitag da. Und wenn Corona vorbei ist, dann klappt das hoffentlich wieder alles. Gut, danke. Danke dir.